簡単日本語初めての Vlog。 Es ist morgens um 6 und ich stehe hier am Hamburger Flughafen und jetzt geht's nach Japan. Der Flughafen ist relativ voll, sag ich mal, für diese Uhrzeit. Frühstück. Jetzt darf man auch これを飲んで頑張ります。So, Security check auch problemfrei beendet. Jetzt geht's dann weiter zum Gate. Und durchaus viele Leute. Die Maschine ist relativ voll, aber auch neue Sitze und Hütte. Now ready. Das Umsteigen war etwas mühsam, durch den Tunnel, der gefühlt 20 Kilometer lang war. Aber ich kam gut durch. Ich war zu früh da und am Gate war niemand da. Ich habe noch ein bisschen Zeit, daher laufe ich noch am Flughafen hier rum. Ganz wichtig, Germany on my mind. Die Benachrichtigung von der Lufthansa-App war ganz witzig, weil da plötzlich nach der Verspätung stand, endlich ist der Tag gekommen, an dem sie wieder mit einem Flugzeug fliegen dürfen, als müsste ich dann irgendwie 3 Jahre warten. Aber es war in Wirklichkeit nur eine Verspätung von 40 Minuten. Bis dahin konnte ich gut lachen. Doch 40 Minuten vor dem nächsten Flug habe ich erkannt, dass ich am falschen Gate stand. Kein Wunder, dass da kaum jemand war. In den nächsten 20 Minuten durfte ich laufen, laufen und laufen, den ganzen Weg zurück. Aber am Ende habe ich es doch noch geschafft. Ich hatte sogar 3 Minuten zu viel Zeit am Gate. Ja. Im Flieger habe ich gut gegessen, gut geschlafen und gut gegessen. Jetzt heißt es ausgestiegen und jetzt geht es zu den ganzen Kontrollen. Und der Weg ist unendlich lang. Stunden Flug und dann noch 15 Minuten laufen. Von einem Ende zum anderen Ende. Zum Glück funktioniert alles, dass ich nicht wirklich komplett allein gehen muss. Die Leute haben auch Übung hier wahrscheinlich und das Ganze geht auf jeden Fall viel schneller als beim letzten Mal. Zum Glück funktioniert alles. Zum Glück funktioniert alles. Zum Glück funktioniert alles. Nicht. So, alle Dokumente wurden gecheckt und ich wurde auch getestet und aktuell warte ich nur auf das Ergebnis. Wie man sieht, ist es sehr frequentiert. Nämlich ist gar nichts los. Das Ergebnis ist negativ. Jetzt heißt es wieder den Flughafen durchqueren, von einem Ende zum anderen Ende. Dann kann ich mein Gepäck abholen. So, jetzt bin ich anständig rausgekommen und jetzt heißt dann 14 Tage Quarantäne. Vom Hamburger Flughafen aus nach Japan. Gelaufen 5,4 Kilometer, etwa 7000 Schritte. Da wäre ich auch fast ohne Flug angekommen. Da ich auch nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren darf, fahre ich auch mit einem extra Corona-Taxi und da bekomme ich auch ein Lunchpaket für zur Begrüßung. Das ist schon echt ein Service. Nicht vergessen, ordentlich Food einkaufen. Ich muss 14 Tage überleben. So, es ist Tag 15 und jetzt darf ich endlich wieder raus. Das Leben in Japan beginnt von nun an. Zur Feier gibt es ein Müsli als Frühstück, das als weltbestes Frühstück der Welt gibt. Also ein Bauchfinger soll auch in Hawaii sein, aber ich war noch nie hier, also mal schauen, wie es schmeckt. Und das ist angeblich der bekannteste Pfannkuchen der Welt.
beziehungsweise der Pfannkuchen von dem besten Frühstück der Welt. Mal schauen, mal schauen. Ja, und schon stehe ich wieder am Flughafen. Es war natürlich ein bisschen anders geplant, als ich dachte, aber es kam einiges zwischen. Und ja, mein Plan, vieles in Japan aufnehmen und ganz viele Videos machen. Daraus wurde leider nichts. Immerhin habe ich ein paar Materialien aufgenommen, dass ich die dann in den nächsten paar Tagen dann raushaue. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Jedenfalls war das mein erster Vlog-Versuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, dass ich auch von Mal zu Mal besser werde. Aber danke, dass ihr euch das bis zum Schluss angeschaut habt. Und ihr könnt mir auch gerne mit der Mitgliedschaft unterstützen. Da bekommt ihr coole Badges neben eurem Namen. Außerdem könnt ihr auch da ein paar neue Sticker in Kommentarfeldern benutzen. Und ich mag es super gern, wenn ihr mir auch noch einen Daumen hoch oder ein Abo hinterlässt. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Arigato. Vielen Dank. Sugoi Supporter no minasan. Benjamin san. Flexi san. Ralph san. Nadine chan san. Mexocoles san. Chiano san. Christian san. Shirulas san. Cardogan san. Oliver san. Migi san. Ralph san. Paddy san. 本当に感謝しております。ありがとうございます。そしてサポーターの皆さん、ドンさん、ババハフトさん、フィリックスさん、ケイトさん、カニさん、スーパーソニココレクターさん、クリストフさん、イマさん、ジョースケさん、イエンツさん、エマさん、ウィンターさん、ロボクラスさん、キツネさん、デニスさん、リコさん、カレー32さん、タシンさん、コーエンジさん、タイガーパップスさん、ローズさん、ヘリオンさん、クラウス・ディーターさん、ジルバーさん、ブルーライツさん、皆さん本当にありがとうございます。またね。